Ich habe ein Problem. In der Vergangenheit probierte ich hin und wieder ein paar Mario-Titel aus und die haben mir meist so gar nicht gefallen. Auch wenn ich andere Plattformen ausprobierte, sagten die mir ebenso wenig zu. Doch vor einer Weile konnte ich Astro's Playroom spielen und das war eine Offenbarung. Plattformer können ja doch Spaß machen, wenn sie keine 64 im Titel haben. Astro's Playroom ist an sich ein einziges Werbespiel für Sonys PlayStation-Marke und die ganzen Franchises darunter. Doch dieses Spiel versprüht Charme ohne Ende und ist handwerklich kreativ sowie simpel und beeindruckend. Das beginnt damit, dass man sich quasi durch die eigene PS5 spielt und alles zum einen künstlich aussieht, aber auch sehr simpel stilisiert ist. Damit nicht genug, gibt es so viel an Animationen, um das ganze Setting süß erscheinen zu lassen. Die Hauptfigur Astrobot macht süße Bewegungen und Geräusche, die anderen Bots ebenso. Mehrere große Objekte haben Gesichter und wie NPCs reagiert alles auf euch und eure Handlung. Ihr könnt so ziemlich alles schlagen, drüber hüpfen und düsen und erhaltet mindestens eine Reaktion. Eigentlich manövriert ihr euch durch vier verschiedene Spiellevel und trefft irgendwann auf quasi Fortbewegungsmittel, die die Touch-Steuerung und oder Motion Control voraussetzen. Für mich war das sehr ungewohnt und ich habe das anfangs nicht in den jeweiligen Spielabschnitten gemocht, doch als ich dann sehr schnell nach ca. 4 Stunden durch war, habe ich mich in der letzten Stunde Spielzeit nochmal rangesetzt und die restlichen Collectibles, die mir noch fehlten, gesammelt. Und da habe ich mich auch an Touch- und Motion-Steuerung gewöhnt und weiter gemerkt, wie genial das Spiel ist, mir bestimmte und wirklich sehr abwechslungsreiche Settings vorzusetzen, wo ich mir mit meinen begrenzten Mitteln überlege, wie ich mit der Spielwelt interagiere und dadurch neue Wege freischalte oder einfach nur durch genaueres Erkunden weitere Objekte finde. Man hat ständig das Gefühl, Secrets zu entdecken, während die Welt klein genug ist und nie überfordert, aber auch nicht so wirkt, als würde sie zu wenig bieten. Genial finde ich auch die erwähnten Sammelgegenstände. Neben einfachen Münzen, die als Zahlungsmittel dienen, findet ihr einmal Puzzlestücke, die sich zu einem Wandgemälde zusammensetzen lassen, sowie Zubehör für alle PlayStation 5 Generationen, die dann in einem extra Raum ausgestellt werden und ebenfalls kleine Gags parat halten, wenn man damit interagiert. Das Spiel ist auch immer transparent, in welchem Abschnitt es wie viele Sammelobjekte gibt. Bis auf den Endboss sind zudem keine Gegner wirklich anstrengend. Und neu laden beim Sterben oder Reisen zu verpassten Gegenständen geht schnell. Dadurch minimiert Astro's Playroom jedwede Form von aufkommendem Frust. Für mich als langjährigen PlayStation-Spieler war es auch ein Highlight, die ganzen Anspielungen an PlayStation-Klassikern zu sehen. Die Spielwelt sieht überhaupt schick aus, grafisch wie designtechnisch. Auch wenn Astro's Playroom ein flottes Spiel ist, gehört es ebenso zu dem Spiel, sich einfach nur hinzustellen und die Spielwelt anzuschauen. Einzige Kritikpunkte für mich sind, dass Astro's Playroom wirklich etwas weniger Spaß macht in den langsamen Passagen und dass dieses Spiel sehr offen für Updates ist. In meiner Fassung hat es zum Beispiel zu einer Werbung zu dem kommenden Astrobot-Spiel geführt und man kann inzwischen auch besondere Roboter in der Spielwelt befreien, die auf aktuellere Titel anspielen, doch wie man die Roboter ohne Lösung finden und befreien soll, ist mir ein Rätsel. Ich meine, abgesehen von einigen Rätselabläufen, wer weiß bitte das Release-Datum für Bloodborne auswendig? Doch bevor ich alte Wunden aufreiße, komme ich besser zum Schluss. Verzeihung, wenn meine Ausführungen in diesem Video sehr roh wirken. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich einen Plattformer besprochen habe. Astro's Playroom ist ein Bombenspiel, ein nettes kleines Argument für eine PS5 und genau das, was AAA braucht. Ein Spiel, das einfach nur verdammt nochmal ein Spiel ist und Spaß macht, anstelle mir irgendwelche langen Cutscenes, irgendwelche langen Dialoge, irgendwelche langen Erklärbär-Schriftstücke reinzuwerfen und auch irgendwo sowas Grittiges zu versuchen, mir irgendeinen Horrorkack vorzuwerfen. Nein, gibt mir einfach nur Spielspaß und Astro's Playroom liefert einfach nur Spielspaß.